So, liebe Leute, weiter geht's mit den Track Day Specials Asia an diesem Dienstag. Ja, es ist 14 Uhr, es heißt wieder Grid Time und wir fangen an mit Suzuka und dann geht's auf Seijang. Los geht's. Und jetzt auch wieder ein kleiner Fahrzeugwechsel. Diesmal nehmen wir wieder den Ferrari, wir wechseln ja mal ein bisschen durch und fangen an, wie gesagt, mit den 5-Runden-Rennen hier in Suzuka West Course Reversed aus Japan. Und hier ist wieder dann Positionskämpfe angesagt, diesmal keine Zeitenkämpfe in der letzten Folge. Oh, da wurde ich aber nervös plötzlich in den Abbruch, dass die ersten drei Runden weg waren. Und da dachte ich mir, oh nee, bitte nicht, was wir ohne Zeit darstellen. Nicht mehr lange, Suzuka, und die Hauptveranstaltung kann losgehen. Aber es hat ja dann gepasst. Hier bei der Grid naja. World Series. Kristen, was gibt es zu dem heutigen Rennen zu sagen? Es geht nämlich jetzt los, das gibt es dazu zu sagen. Los geht's, Platz 14 schaffen wir. Und heute wollen wir natürlich wieder gewinnen in dieser Serie. Alter, es gibt nämlich nur zwei Rennen momentan. Okay, angreifen bestätigt. Ja, das ist die Kurve, da kann ich mal wagen. Hat gepasst, die sind fünfter momentan. Wir haben uns neun Autos mit der Aktion überholt. Sorry. Oh, Alter, aber komplett runterbremsen müssen. Fahrt aber gepasst und es reicht für den aktuellen ersten Platz. Und den nehme ich auch gerne mit. Hier, heute 5 Runden. Ja, wir gehen in Runde 2. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Wir können es momentan ein bisschen absetzen. Okay, angreifen. Ich versuch's weiterzugeben. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Ja, weil mein Auto vorne weg geht. Weil wir gerade momentan ein bisschen absetzen können mit dem Ferrari hier. Keine Gefahr, wenn ich solche Dinge passieren. Verstanden. Angreifen. Ich geb's weiter. Okay, es wird angegriffen. Noch 3 Runden zu fahren. Wir haben noch 2 Runden der Rest von dieser hier. So, der Kollege kann sich ein bisschen absetzen jetzt nach hinten. Das ist erstmal ganz wichtig. Noch 2 Runden.
Ja, noch zwei Runden, sorry. Also vollste Runde nehmen wir jetzt mittlerweile. Und dann haben wir noch einen Chor in Zhejiang und dann sind wir auch mit dem Teil hier dann durch. Zu kämpfen. Ja, angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Ich gebe ihm jetzt erstmal noch mal weiter Anweise, dass er mal noch ein bisschen push, sich ein bisschen absetzen kann. Momentan gefällt es mir, was er fährt. Aber wir sind jetzt in der letzten Runde. Wir sind also beide Autos vorne. Verteidige deine Führung. So, letztes. Ich tue ein bisschen. Das erste Auto ist natürlich jetzt durch. Wir wollen natürlich hier nochmal triumphieren. Ein 15-9 mit der Bestzeit. Von uns selber. Oder von mir selber. Bleibt mal da ein bisschen dran bei mir. Okay, angreifen bestätigt. So, wir triumphieren im Suzuka. So, er war auf jeden Fall mit dabei. 17-1, war nicht mal das schnellste Auto auf dem Feld. Aber letztendlich ist es egal. Hauptsache, er konnte sich durchsetzen. So. So. Ja, letzte Rennen. Und jetzt sind wir nochmal bei 6 Runden Zhejiang. Und das ist wahrscheinlich wieder dieser Kurs, Außenkurs da. Wie auch immer, dieser Parkkurs. Das klingt zumindest von der Strecke her so ein bisschen. Aber egal, kriegen wir schon irgendwie hin. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Es war eindeutig ein spannungsgeladenes Event. Für einen Sieg darf man... Okay, darauf kommen wir gleich zurück, denn jetzt geht es los. Jo, ich starte von 12 und 7. Verstanden. Jede Anweisung zum Angreifen. Ich versuche natürlich unser Bestes zu machen. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. So. Ich habe mich noch nicht immer mit dem Kollegen von der Strecke, weil... Ah, schau, da war eine kleine Lücke da und das habe ich ein bisschen sehr spät erkannt. Und dann sind noch so kleine Lücken dabei. Ah, es sind jetzt... Also wieder so kleine freundschaftliche Rempler. Und jetzt gehen wir als Dritter, vielleicht sogar schon als Zweiter, und jetzt Dritter wird es werden. Wir greifen jetzt mittlerweile den Zweitplatzierten an.
So, und jetzt sind wir vorbei und gehen in Führung. So. Die letzten Runden für heute, liebe Leute. Wir haben sonst noch vier. Noch vier Runden zu fahren. Ein bisschen abzusetzen. Ich könnte aber den Typen sagen, hey, versuch mal ein bisschen ranzukommen. Okay, angreifen. Ich versuch's weiterzugehen. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Ja, die Strecke ist nicht ganz so einfach zu fahren. Es ist arsch viele Kurven dabei. Verstanden. Angreifen. Ich geb's weiter. So, Runde 4. Okay, du hast gerade die Hälfte des Rennens absolviert. Ja. Ich habe Anweisung gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Jetzt sind es noch zwei Runden. Letzte Runde. Er hat ein bisschen was verloren. Bleib in Führung. Letzte Runde. Jetzt haben wir noch 7. Angreifen. Ich geb's weiter. Ja, vielleicht kriegt er doch ein oder zwei Autos. Das wäre schön. Okay, angreifen bestätigt. Jedenfalls haben wir unsere Hausaufgabe gelöst und machen den Sieg zu. Sechser ist er dann am Ende gewonnen. Einer hat er noch kassieren können. Na, hoffentlich reicht es am Ende für Finale noch um einen zweiten, dritten Platz, damit ich ihn noch mit dabei habe. So. Trick Day Specials Asia ist abgeschlossen. Ja, es reicht, um tatsächlich noch Platz 2 am Ende zu machen. Sehr schön, freut mich. So, in den nächsten Teil mit 3 Rennen, dann sehen wir in der Historic GT Championship. Das sehen wir uns dann, ja, morgen. Bis dahin, tschüss.